Glückwunsch. Ja, hier. Was sagt man denn da als frisch gebackener deutscher Meister? Ganz schwierige Frage. Ja, unheimlich nervenaufreibendes Spiel gehabt von mir und dass wir jetzt deutscher Meister sind, kann ich auch gar nicht begreifen. Wann kommt es so? Was schätzt du? Weißt du, das kann ich dir vielleicht in einem Tag sagen oder so, wann es gekommen ist. Ihr habt auch gesehen, ihr habt jetzt hier noch Wasser in eurem Glas. Ja, ich habe gestern ja Krämpfe gehabt. Was kommt da noch so, was kommt da noch so rein? Ja, ich weiß nicht, momentan ist noch Wasser drin, aber kommt hier noch was anderes rein. Ja, die wird sicherlich auch noch leer gemacht irgendwann. Unser Co-Trainer hat Böses angedeutet schon. Ja, ja, ihr habt gehört, es wird dreckig. Was kann man, darf man sich denn darunter vorstellen? Wie gesagt, das ist, ich bin auch ich lasse mich überraschen. Aber er guckt irgendwie so komisch. Kriegt man da Angst? Oder? Na, der ist ein alter Hase, der weiß, was gut für uns ist. Ja, ja. ja, also kurz zum Spiel. War fast so ein bisschen ähnlich wie im Halbfinale. Ersten Satz verloren. Und dann eindrucksvoll, wie ihr ruhig hier geblieben seid, habt ihr euch wieder einfach euer Ding weitergemacht und dann habt ihr das halt über die Distanz wieder gerockt. Über das was? Über die Distanz habt ihr das wieder gerockt. Ja. Wie schafft ihr es, dass ihr dann auf einmal, sieht es halt so aus, die Sicherheit sagt es wieder da und Alex meinte, ihr habt dann einfach keine Fehler mehr. Ja, ich denke, wir haben zwei Mentaltrainer, Nico und Stefan. Mit denen setzen wir uns zusammen und sprechen solche Situationen, spielen solche Situationen durch, gedanklich. Und da kann man dann vielleicht so eine gewisse Ruhe, es reichen nur 2-3%, um diese Fehler nicht zu machen. Und du stehst dreimal so ein Stückchen aus, die nächsten drei machst du so ein Stückchen rein. Dementsprechend reichen ein paar Prozent, die du ruhiger bleibst, um so ein Spiel komplett auf 180 Grad zu drehen. Und das haben wir irgendwie geschafft, bis gestern wie heute. Und der Moment, der letzte Ball, als er auf den Boden gefallen ist? Oh, was war das eigentlich für ein Ball? Ich weiß auch nicht, was ich auch geil wäre. Das kannst du mir wahrscheinlich eher sagen. Ich kann es echt nicht wiedergeben. Ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist keine Ahnung. Ich glaube, es war ein ganz normaler Fire-Up-Punkt. Der reicht ja auch. Der ganz normale Punkt reicht ja auch. Du hast einen Shot gemacht. Ja, dann habt ihr euch kurz umarmt und seid auf den Boden gefallen. Was habt ihr genau in diesem Moment gedacht, als der Ball auf den Boden gefallen? Gar nichts. Immer nur Freude, Aufgewühltheit, Emotionen, alles durcheinander. Kann man nicht beschreiben. Unbeschreiblich. Muss man erlebt haben, glaube ich. Einfach das echt einfach durch. Also das Spiel ist vorbei. Wir müssen einfach das gewonnen haben. Das ist irgendwie deutsche Meisterschaft. So ging darum, da habe ich mir da gar nicht so richtig vorgestellt. So. Aber es war eigentlich erstmal nur ein Spiel. Vor ein paar mehr Leuten vielleicht, als man sonst vielleicht üblich ist. Und danach stellte ich mir so, ach scheiße, das war doch die deutsche Meisterschaft.